Es hat am Anfang geheißen, ein Kindergarten, ein Begegnungszentrum. Gut, ist akzeptiert worden. Erst jetzt ist durchgesickert, dass diese Imam-Schule da eingerichtet werden soll. Und das, sowas braucht man nicht. Nicht in Wien, nicht in Österreich. Es ist die Schule da jetzt der Dings, weil so in den Sinn angelungen worden sind, weil es hat geheißen, es kommt ein Kindergarten und jetzt soll angeblich doch was anderes reinkommen. Ne? Und die Demonstration war sowieso lächerlich. Nicht? Es war. Wir haben sie alle mehr erwartet. Nicht? Das ist ja keine Schule. Schule? Ja, nein. Na, was ja, ist das mit Schule? Das ist eine Volksverblödung, das ganze Islam. Das ist meine Meinung. Ja, das hört weh. Warum? Keine Ausländer will. Ich habe keine Ahnung, was ist drin, was kommt. Solange uns nicht stört, ist es okay. Ist, ja? Aber angeblich sollte eine Schule sein. Ja, okay, die Imame sollten in Österreich ausgebildet sein. Die Imame sollten die deutsche Sprache sehr beherrschen. Sie dürfen auch nicht so extrem sein. Sie müssen tolerant gegenüber den Christen auch sein. Sie kommen zu uns, sie wollen bei uns leben. Dann sollen sie sich ja unserer Sprache annehmen. Ja, sollen sie es machen, sollen sie Priester werden, alle. Ist okay. Es ist ja schon schlimm in den Schulen. Es wird in den Pausen teils auch nicht Deutsch gesprochen. Ne? Die Gefahr, die auf Österreich und auf ganz Europa zukommt, das ist der radikale Islamismus. Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Auch deswegen sind wir heute gekommen. Es gibt viele Politiker, die das ausnutzen, um ein paar Stimmen hier und her. Aber darf nicht sein auch. Man muss nicht schauen, was auf dem Kopf ist, muss man schauen, was in dem Kopf ist. Ich befürchte schon, dass da Probleme geben wird. Ja, was, jetzt inwiefern, wird so eine Sache sein, weil man es jetzt noch nicht ausschätzen kann. Und ich weiß nur, mein Mann ist eben beim Mitbeirat, ich weiß nur, dass da irrsinnig viel gegen die Schule ist. Ne? Es gehört viel mehr informiert, nicht, was gemacht wird, warum es gemacht wird, nicht, was aus dem Gebäude jetzt wirklich wird. Wir wissen es nicht, dass der Bezirk eben mehr informiert wird.